Ja, Akif Gütschli, herzlich willkommen zurück beim FC Wacker Innsbruck. Akif, du hast ja in jüngeren Jahren selber mal als Fußballer bei uns gespielt, Saison 2003, 2004. Kannst du dich da noch ein bisschen erinnern, wie das auch noch damals war als Spieler beim Wacker? Ja, klar, das war total, zwar kurze, aber nette Zeit. Eh über Neuruhrer Nick, den was ich als Spieler vermittelt gehabt habe, nach Wacker Innsbruck, so im Winter. Und dann war ich da ein halbes Jahr und in einem halben Jahr ist uns der Aufstieg in die Bundesliga gelungen. Du warst beim allerletzten Spiel dabei, du hast sozusagen für die Profis des FC Wacker damals debütiert. Du bist noch bei der Feier dabei gewesen, noch irgendwelche Emotionen damit verbunden? Nein, es ist echt lang her. Es war eine tolle und lässige Zeit, aber jetzt im Detail eigentlich kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern, aber war natürlich eine lästige Zeit. Aufstiege sind immer lästig und beim Wacker Innsbruck überhaupt ganz klar. Du hast nachher deinen Weg ja ins Unterhaus genommen, du hast sehr, sehr viel Erfahrung als Spieler dort gehabt, aber auch als Trainer. Du bist äußerst erfolgreich in deiner kurzen Trainerlaufbahn, du bist schon Tiroler Meister, also Meister in der Tiroler Liga gewesen. Du hast jetzt gerade mit Schwarz die Regionalliga West gewonnen, Gratulation dazu noch. Danke. Du bringst schon sehr, sehr viel Erfahrung aus dem Unterhaus mit. Jetzt haben die Fans des FC Wacker Innsbruck ja mit dem Unterhaus noch nicht so viel am Hut. Aber was muss man sich denn da einstellen? Ja, grundgenommen ändert sich eigentlich nicht viel. Es geht wieder um Siege. Ganz klar, natürlich ist das Tempo ein bisschen anders, die Infrastrukturen sind natürlich ein bisschen anders, aber der Amateurgeist ist natürlich im Unterhaus wieder die lästige Seite. Wird sicherlich spannend. Ja, du übernimmst den FC Wacker Innsbruck in einer wirklich schwierigen Situation. Es ist ja, glaube ich, für dich als Trainer nicht einfach, wenn man kurz vor Ligabeginn steht und die Mannschaft ist noch nicht vollständig, nicht einmal ansatzweise vollständig. Ja, wie ist das für dich und was steht da jetzt an? Was musst du alles machen? Ja, wie du eigentlich sagst, es ist alles in einer Woche eigentlich passiert. Ich hab eigentlich nach der Generalversammlung den ersten Anruf bekommen und war selber ein bisschen überrascht. Natürlich hat man das verfolgt und Wacker Innsbruck, welcher Trainer will Wacker Innsbruck nicht trainieren, egal in was für Liga. Dann habe ich mir das intensiv mit Gesprächen, mit dem Vorstand natürlich liebend gern angehocht und ja, manche Sachen hat man klären müssen, wie du erwähnt hast, die Kadersituation. Und es wird spannend. Die Herren, was da verantwortlich sind, sind sehr, sehr bemüht. Haben auch das sehr kurzfristig übernommen und der Start war mal toll, dass man innerhalb, sag ich mal, 3-4 Tage 10 bis 12 Probespieler da einladen kann, die was dann wirklich sofort da sein und mittrainieren ist nicht einfach, das ist uns sicherlich geglückt. Allgemein, es ist mein Herzensverein, ich liebe den Verein, braucht man nicht reden, wie jeder oder viele Tiroler Junge da in Tirol und da ist die Liga in der Hinsicht uninteressant, ich habe die Chance. Ich will die Chance annehmen und wenn es die dritte Liga ist, ist die dritte Liga, wenn es die vierte Liga ist, ist die vierte Liga. Ich freue mich schon voll auf die Fans. Das macht bei mir richtiges Bauchkribbeln, sage ich mal. Und auch auf die Spiele. Und ja, die Kadersituation wird sich jetzt bis Freitag hoffentlich im Positiven ergeben. Und wir haben natürlich auch Junge von der Dreienmannschaft, von der dritten Mannschaft, von der zweiten Mannschaft haben wir noch ein paar da. Sicherlich wollte man mit jungen Tiroler weiterspielen, aber auch verständlich, dass da die Jungs ein bisschen die Unsicherheit gehabt haben und sich einfach um andere Vereine rumgeschaut haben. Aber mit dem, was da sein, habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn man das ein bisschen in die Breite ziehen kann mit Gastspielern, dann bin ich gute Dinge. Ich kann eh nur am Platz arbeiten und ja, dann den Rest werden wir noch alle miteinander erleben. Wir sind gerade beim Trainingsauftakt, das Training liegt hinter uns. Erster Eindruck? Ja, es ist für mich einfach lässig in der Kabine, wo ich vor 20 Jahren Spieler war, als Trainer reinzuspazieren auf den Platz, wo man als Spieler war, als Trainer zu stehen. Das ist alles total lässig. Die Bedienungen ist ja profimäßig, das ist ein Hammer. Und das fasziniert auch die Spieler, das habe ich ja gleich gemerkt, die was da sind. Ja, es sind interessante Spieler dabei,
Es ist natürlich auch zum Anschauen, wie das finanziell möglich ist. Das macht alles natürlich die sportliche Abteilung. Ich werde jetzt mein Rapport zusammenfassen und meine Wunschspieler weiterleiten. Und hoffentlich kommen sie auch mit dem Rest zusammen und man kann dann eine gute Mannschaft zusammenbauen. Ja, wir sind ja mittlerweile im Amateurfußball. Das heißt, auch du hast eigentlich einen anderen Brotberuf. Und hast dir deswegen natürlich auch einen Urlaub verdient, den du jetzt nachher in den nächsten Tagen antreten wirst. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der gar nicht so entspannt sein wird, oder? Weil du immer am Telefon hängen wirst. Wirst du vollkommen recht haben. Es ist einfach schon davor gebucht gewesen und wenn ich das jetzt storniere, dann habe ich daheim sicherlich ziemlich mehr Ärger. Und ich mache den Urlaub, aber bin sicherlich mit den Gedanken da. Und werde jeden Tag natürlich mich austauschen mit dem Vorstand. Und da müssen wir schauen, dass man aus dem Urlaub trotzdem eine lässige Woche daraus machen kann. Hoffentlich mit Neuverpflichtungen. Ja, Neuverpflichtungen, da kommen wir eh nicht drum herum. Wer wird jetzt dann in deiner Abwesenheit das Training leiten? Wir haben auch einen Athletiktrainer in Haupt Fabian dabei. Der ist nächste Woche wieder da. Und Donnerstag, Freitag Einheiten werden wir intern lösen. Okay. Ja, Akif, dann bedanke mich sehr für das Interview. Gerne. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ja, freuen wir uns auf eine spannende Saison. Danke.